Willkommen zum dritten Kapitel, in dem wir uns mit dem im altbabylonischen Reich entstandenen keilschriftlichen Zahlzeichensystem und der Frage beschäftigen werden, wie damit eigentlich gerechnet wurde. Was kennzeichnet diese Epoche? Zu Beginn des 18. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung herrscht über Babylon ein Hammurabi. Er erobert und vereint ganz Mesopotamien und Babylonien wird zur größten Stadt. Aus dieser Periode stammt dann die meiste uns überlieferte babylonische Mathematik. Es entstehen gebildete Eliten, die Schriftgelehrten, die Ärzte, sowie vor allem auch Sprach-, Literatur- und Mathematik-Lehrpersonen. Als eigenständige Berufsgruppen und nicht mehr nur als Nebentätigkeit von Priestern, Priesterinnen und Verwaltungsbeamten. Damoreau bemerkt zur in dieser Phase entstehenden Mathematik: Von bürokratischen und religiösen Hintergründen geerbt ist der charakteristische Stil der altbabylonischen Mathematik und Medizin und Rechtswissenschaft eine Leidenschaft für Listen und eine Betonung algorithmischer Verfahren, die eine komplexe Welt in zahlreiche verständliche Fälle zerlegt. Beginnen wir mit dem Übergang zum keilschriftlichen Zahlzeichensystem. Anstelle dieser ikonografischen Darstellung, die Sie hier haben, also hier wäre jetzt mal wieder, wenn wir jetzt sagen, das ist das System, wo wir 10 und 6 abwechselnd haben, hätten wir da dargestellt 3 und dann der nächste ist ein 10er, also 13 und dann kommen 2 60er und ein 600er. Statt dieser ikonografischen Darstellung schreibt man das jetzt mit so Keilen hin. Da sehen Sie einmal die 3, sind so 3 Keile, die senkrecht geschrieben ist. Und dann der 10er ist so ein seitlicher Keil. Und jetzt kommt die Besonderheit. Bei dem Stellenwert davor führen wir jetzt nicht neue Zeichen, also so größere Augen oder Augen, in denen Punkte drin sind, ein, sondern wir verwenden dieselben Zeichen. Und nur durch die Position wissen wir jetzt, die hinteren Zeichen, die stehen für 1, 2, 3 und dann ein 10er. Und bei den vorderen Zeichen, da stehen aber diese zwei einzelnen, das sind 2 60er. Und dann der, der davor steht, das ist 10 mal 60, also ein 600er. Hier haben wir ein sogenanntes Sechsagesimalsystem, weil eben 60 der Faktor ist, der, wenn Sie jetzt, wo die Lücke zwischen diesen zwei Zahlzeichen ist, da ist der Übergang zu den 60ern. Also hinten sind 1er bzw. 10er und dann kommen 60er bzw. 600er. Ist also kein ganz reines Sechsagesimalsystem, weil Sie innerhalb dieser Positionen haben Sie immer noch 10er und 1er mit verschiedenen Symbolen. Wenn man sich das anschaut, so schauen dann die ersten 59 Zahlen aus. Also sehen Sie immer 1, dann 2. Und damit man das so optisch etwas besser wahrnehmen kann, hat man nicht einfach jetzt die Einzelkeile alle nebeneinander geschrieben, sondern bei Dreiergruppen hat man dann angeschrieben Dreiergruppe und dann kommt der Vierer dazu darunter, dann der Fünfer so 2 darunter, Sechser wieder neue Dreiergruppe, beim Siebener nächster, bis man beim Neuner ist. Zehner kriegt ein neues Zeichen. Der Elfer ist dann wieder der Zehner plus die Einer, das geht so weiter. So, das geht bis 59 und wenn man bei 59 angelangt ist, dann schreibt man eine Position weiter nach vorne und weiß dann, der steht für die 60 und dann geht das Spiel weiter. Das ist also ein Positionssystem. Es ist nicht ganz ein Stellenwertsystem, weil Sie halt an jeder Position noch diese zwei verschiedenen Sorten von Zeichen haben. Wie kommt man eigentlich zu so einem Zahlzeichensystem? Das ist jetzt so ein bisschen spekulativ. Dazu muss man sich überlegen, wie haben die eigentlich mit diesen Rechensteinen oder mit diesen Zeichen für diese Rechensteine gerechnet? Der Herr Reimer geht davon aus, dass das so funktioniert hat, dass man das an etwas gemacht hat, das man auch einen Felder-Abakus nennt oder ja, das ist so ein bisschen so ähnlich wie die Stellenwerttafel eigentlich, mit der Sie gerechnet haben, wenn Sie in der Volksschule noch waren. Also man hat die Steine auf so ein Brett gelegt. Und wenn man jetzt zum Beispiel addiert hat, also sagen wir mal, hier ist ein, sind oben die Zahlen, die sind so ein bisschen nicht mehr so gut zu erkennen, die sind so halb durchsichtig. Da lag also eine Zahl, wo im letzten Stellenwert hatten wir 9 Einzelsteine liegen. Und dann hatten wir noch darunter eine zweite Zahl liegen, die hatte 3 Einzelsteine da liegen. So, und wenn man die jetzt addiert, das funktioniert beim Abakusrechnen eigentlich immer gleich,
Wir werden uns das bei der griechischen Mathematik auch noch etwas genauer anschauen. Dann sagt man einfach, okay, wenn jetzt in dieser letzten Spalte mehr als diese Übertragszahl liegt, also mehr als 10, dann nimmt man 10 weg und legt einen zusätzlichen in die Zehnerspalte herein. Und dann bleiben eben die 2 und das ist unten das Ergebnis. Und so passiert das auch in den anderen Stellenwerten. Wenn wir da jetzt zum Beispiel zu viele 600er hätten, dann müssten wir die eintauschen wieder in die nächste Spalte herein. Und jetzt kommt eine kleine Geschichte, die sich der Herr Reimer ausgedacht hat. Ja, normalerweise legt man ja dann eine Zahl so in diesen Felderabakus herein, dass man sagt 3 Einer, 1 Zehner, 2 Sechziger, 1 Sechshunderter. Und jetzt sagt er, naja, da könnte ja mal irgendwer gemerkt haben, dass ich eigentlich in die Spalten nicht unbedingt Steine hereinlegen muss, die so aussehen wie das, was da oberhalb im Tabellenkopf steht. Also der sagt dann, da hat vielleicht jemand mal seine 10er, 60er oder 600er Steine vergessen und hat dann gemerkt, ach, ich könnte ja eigentlich die Zahl auch mit derselben Sorte Steine hereinlegen, sobald ich nur weiß, an welcher Position der Stein gelegen hat, könnte ich ja so das auch darstellen. Und so könnte man dann den Übergang sich vorstellen zu dieser Darstellung, die wir machen durch eben die Keile, wo wir dann sagen, okay, und um den Wechsel der Stellenwerte so etwas besser zu erkennen, verwenden wir zumindest für die Zehnfachen dann immer noch dieses besondere Zeichen. Das ist eine Möglichkeit, wie das passiert sein könnte. Aber jetzt vielleicht mal weg von den Spekulationen. Schauen wir mal, wie die mit diesen Zahlen gearbeitet haben. Hier sehen Sie die Tafel BM 22706. Ich zeige Ihnen die jetzt auch noch mal in der Umschreibung. Wir haben ja vorhin schon gehört, die Mathematiker, die standen zu dieser Zeit auf so Listen und die Ärzte und so weiter. Aber was ist eigentlich der Sinn dieser Liste? Das versuchen wir jetzt mal herauszubekommen, indem wir versuchen, die einzelnen enthaltenen Zahlen zu entziffern. Ein bisschen was können wir mal verraten. Also der Damro sagt, in der vorderen Spalte dieses Zeichen oder diese Keilkombination, das sind gar keine Zahlen, da steht einfach immer ein Mal. Und dann diese Zeile, die wir nicht so richtig gut lesen können, weil da so ein Stück herausgebrochen ist, da verrät uns der Herr Damro auch noch, da steht, wenn man das genauer ansieht, sich auf dem wirklichen Objekt, dann steht da 4, 37, 46, 40. Gehen wir vielleicht mal wieder davon aus, dass hinten, wo die 40 steht, das tatsächlich einer sind. Und dann schauen wir mal, ob wir die Zahl in eine Dezimalzahl umgewandelt bekommen und ob wir dann vielleicht eine Idee davon kriegen, wofür das eigentlich stehen könnte, was auf dieser Tafel abgebildet ist. So, ich meine jetzt, die eine Möglichkeit ist dann, okay, die 40, sagen wir mal, waren die Einer, dann sind die 46 mal 60 plus 37 mal 60 Quadrat plus 4 mal 60 hoch 3. Oder die Fans vom Horner-Schema machen das so, 4 mal 60, Klammer, Klammer, plus 37, Klammer, Klammer, mal 60, Klammer, Klammer, plus 46 mal 60, Klammer, Klammer, plus 40, keine Klammer. Und rechnen das dann aus. Das nennt man das Horner-Schema. So kann man das auch machen. So, und wenn man das ausrechnet, sage ich Ihnen, da kommt glatt eine Million raus. Also ganz glatt kommt da eine Million raus. Kontextüberlegungen zeigen, dass wir hier eine Potenztafel vor uns haben und dass in der zweiten Zeile x hoch 3 steht, weil in der ersten Zeile steht x mal x ist gleich, da kommt irgendwas raus. Und in der dritten Zeile steht dann, was da rauskommt mal x, das ergibt 4, 37, 46, 40 im 60er-System. Und das haben wir jetzt gerade schon gemacht. Was ist die Dezimalzahldarstellung von 4, 37, 46, 40, 60? Das ist eine Million. Die Quizfrage ist jetzt für Sie, ganz kurz nachdenken. Wenn x hoch 3 eine Million ist, dann ist x genau was? Ja, das war jetzt nicht so schwierig. Die dritte Wurzel aus einer Million und das ist genau 100. Wir haben hier also vorliegen eine Potenztafel für die Zahl 100. Alle weiteren Zeilen sind auch wieder Potenzen, die sich ergeben, wenn ich jetzt eine Million mit 100 mal nehme, also x hoch 4 und so weiter.
wir wollen das vielleicht auch gerade noch mal verifizieren, dass das tatsächlich stimmt, indem wir uns die nächste Zeile noch einmal genauer ansehen. Dazu schreiben wir vielleicht die 100 nochmal ins Sechserdezimalsystem um. Das ist einmal 60 plus dann 40, also 1, bisschen Platz lassen, 40 in dieser Keilschriftdarstellung. Wir werden nachher sehen, um das mit dem Platz lassen nicht zu haben, manchmal schreibt man da auch einfach Beistriche dazwischen. Also hätte dann geschrieben 1 Beistrich 40 im 60er-System. Also machen wir mal die Probe. Hier ist nochmal wieder unsere Tafel. Jetzt gehe ich hin und sage Ihnen, okay, hier vorne, um das nochmal zu verifizieren, hätte ich Ihnen vorhin schon verraten können, aber dann wäre es nicht so spannend gewesen. Da steht tatsächlich auch einer dieser Querstriche, der da für den 60er steht und dann dahinter die 40 als die 4 Zehner. Also da steht tatsächlich auch diese 1,40, die in unserem Dezimalsystem eben der 100 entspricht. Und jetzt könnten wir das dadurch kontrollieren, dass wir mal gucken, was haben wir eigentlich in der dritten Zeile stehen. Und wenn wir vielleicht ein bisschen faul sind und nicht immer umrechnen wollen von Hand, diese Sechsagesimalzahlen in Dezimalzahlen und umgekehrt, dann finden Sie im Moodle direkt unterhalb von diesem Video auch so ein Applet dafür oder Sie finden das auch auf dieser Internetadresse. Und jetzt schauen wir mal, ob das denn tatsächlich auch hinhaut, ob da dann wirklich 100 Millionen in der nächsten Zeile steht. Clevererweise machen wir das jetzt so, dass wir einfach mal gucken, was ist denn eigentlich die 100 Millionen im GeoGebra? Und dann schauen wir nach, stimmen denn da die Ziffernfolgen mit überein, die wir in dieser dritten Zeile stehen haben? Weil wir können es nicht ganz prüfen. Sie sehen das hinten wieder was weggebrochen. Aber sagen wir mal, wenn die ersten 3, 4 Ziffern übereinstimmen sollten, dann gehen wir mal davon aus, dass das wohl auch insgesamt passen sollte. Also 100 Millionen, also 1, 2, 3 und nochmal 1, 2, 3 und dupp. So, jetzt merken Sie sich mal 7, 42, 57 fängt das an. 7, 42, 57. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 52 und 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 57. So, und hier hinten, da kommt auch noch die 46, das ist aber ein Stück vom weggebrochen. So, und wenn man weiter prüft, in jeder weiteren Zeile stimmt das auch noch. Gut, wir haben also keinen Grund daran zu zweifeln, dass das hier eine Potenztafel für die Zahl 100 ist. Rekapitulieren wir vielleicht noch mal kurz, was die Besonderheiten von diesem Zahlzeichensystem sind. Zunächst mal ist das ein Zahlzeichensystem, das mit zwei Grundzeichen, also diesen vertikalen und den querliegenden Keilen, auskommt und dann durch deren Wiederholung und Positionierung sämtliche Zahlen darstellbar sind. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu dem protokeilschriftlichen Zahlzeichensystem, wo wir für jeden Stellenwert ein neues oder zumindest verändertes Zahlzeichensymbol eingeführt haben. Der Vorteil ist hier, wir können beliebig große Zahlen darstellen mit einem endlichen Vorrat von Zeichen. Und das ist typisch für Positionssysteme und ist ein ganz wesentlicher Fortschritt, weil wenn man immer größere Zahlen hat, man will sich ja nicht immer neue Symbole überlegen. Zweitens, das Zahlzeichensystem eignet sich noch ganz gut für Addition und Subtraktion, sogar vielleicht etwas besser als unser Zifferensystem, zumindest dann, wenn Sie keine Überträge haben, weil dann können Sie einfach zwei Zahlen zusammenschieben, eine 3 und eine 6, zusammengeschoben im Abakus, sieht man sofort, das ist die 9. Wenn Sie einen Übertrag haben, nehmen Sie weg, legen Sie hin, das geht auch noch ganz gut. Etwas lästiger ist das vielleicht beim Multiplizieren, weil wir haben ja jetzt in einem so einem Stellenwert beim Multiplizieren, wenn Sie das schriftlich machen, ist ja eigentlich der Witz, dass Sie sagen, ah, ich rechne das stellenwertweise. Ja, aber jetzt, wenn Sie mal überlegen, bei uns haben Sie dann im Stellenwert 9 verschiedene, eigentlich 10, wenn Sie den Nuller dazu rechnen, also sagen wir mal 10 verschiedene Zahlen. Und also haben Sie 10 mal 10, müssen Sie sich ein kleines 1 mal 1, 10 mal 10 merken. So, wenn Ihnen jetzt nichts Besonderes einfällt, müssten Sie sich unter Umständen, wenn Sie auch so mit schriftlich rechnen wollten, aber mit einem 60er-System müssten Sie sich ja ein kleines 60 mal 60 merken. Das ist vielleicht ein bisschen blöd.
Da hat man dann aber einen Trick gefunden, wie man das etwas vereinfachen kann, dass es zumindest nicht 60 mal 60 ist. Dafür dienen Multiplikationstafeln. Andererseits kann man sagen, die Beschränkung auf zwei Grundzeichen hat auch Nachteile. Zumindest den einen, dass, wenn Sie die Zahlen hinschreiben, eigentlich nicht genau wissen, wofür die jetzt stehen. Zum Beispiel habe ich hier oben stehen, das könnte sein ein Zehner und davor steht noch ein Einer wieder, also würde das ein 60er sein, 70. Theoretisch könnte das aber auch 3610 sein, weil wenn hinten die Stellenwerte frei bleiben, dafür haben Sie kein Zeichen. Also das Problem, was wir hier bearbeiten, ist, es gibt kein Zeichen für die 0. Zwei einzelne Keile können für die 2 stehen, die könnten aber auch für die 61 stehen, wo der 10er leer wäre, oder für die 120, wenn sie nicht zwei 60er darstellen. Also selbst wenn Sie mal sagen, okay, ich löse das so, dass ich ein bisschen mehr Platz lasse, um leere Stellenwerte zu kennzeichnen, auch dadurch wird das nicht eindeutig, weil Ihnen dann die hinteren Nullen fehlen. Ja, also Basis 60, das kleine 1x1 wäre relativ groß, aber das habe ich gerade schon erwähnt, dass es dann tatsächlich nicht ganz so schlimm kommt, sondern man hat diese Multiplikationstafeln. So, hier ist mal eine Abbildung von den Multiplikationstafeln. Hier ist mal eine Abbildung von den Multiplikationstafeln in einer Darstellung nach Herrn Reimer. Also ist nicht 100% authentisch, aber so ähnlich haben diese Tafeln ausgeschaut. Also so beim 1x1, einmal irgendwas ist etwas langweilig. Also 1x1 ist 1, 1x2 ist 2. Dafür gibt es jetzt keine Multiplikationstafel. Aber es gibt die erste Multiplikationstafel für das 1x2. 1x2 ist 2, 2x2 ist 4 und so weiter. Jetzt zoome ich mal eine etwas heran. Das ist die 1x1-Tafel für das 1x1 mit Vieren. 1x4 ist 4, 2x4 ist 8, 3x4 ist 12, fängt das an. Und das schreitet sofort bis zur 9. Und dann hat man halt 10 mal 4 ist 40, 20 mal 4 und so weiter. So, das heißt, was man sich merken muss, sind die ersten 9 und dann 10er, 20er, 30er, 40er, 50er. Und jetzt kann ich wieder zerlegen. Jetzt kann ich ja zum Beispiel sagen, 49 mal etwas ist 40 mal etwas plus 9 mal etwas. Aber diese 14 brauche ich, beziehungsweise 13, wenn Sie sagen, der 1er ist trivial. Eine 9 für die 1er Stellenwerte und 5 für die 10er Stellenwerte. Das müssen Sie sich sozusagen, das ist denen da früher in der Schule, mussten die das aufsagen. Ja. Jetzt geht das aber noch weiter. Anders als die Griechen, alles noch im Lot, ich habe ja gesagt, ich darf die vollen 120 Minuten machen. Anders als die Griechen hatten die keine Vorbehalte, mit Teilen von Zahlen zu operieren. Also sowas wie Brüche oder sogar sowas Ähnliches, wie wir würden sagen, wie Dezimalbrüche. Nur sind das hier Hexagesimalbrüche. Also die haben auch angefangen, Einheiten zu unterteilen. Und zwar war das insbesondere deswegen hilfreich, weil das Multiplizieren so ein bisschen blöd ist mit diesen babylonischen Zahlen, hat man ganz gerne mit Reziproken gearbeitet. Die haben das so gemacht. Es ist so ähnlich, Sie müssen jetzt immer denken, 60er-System, man kann super in drei Stellenwerten mit dem 60er-System rechnen, wenn man immer denkt an Stunden, Minuten, Sekunden. Dann haben viele von uns die Rechnungen sogar im Kopf und können die ganzen Sachen im Kopf machen. Und hier ist das so ähnlich, es gibt halt so eine Traglast, die heißt Gu und die besteht aus 60 Mana, das ist eine Mine, und eine Mine besteht dann wieder aus 60 Shekel. Und jetzt können Sie sich denken, quasi, also dieses Gu, Stunde, Mana, Minute, Gin, Sekunden. Das ist genau dieselben Aufteilung. Und dann ist das natürlich so, dass ein Drittel Gu sind dann 20 Mana. Eine Drittelstunde sind 20 Minuten. Und ein Viertel Mana, Viertelminute, sind 15 Sekunden. Und jetzt ist das teilweise halt von Vorteil, wenn man gar nicht mit dem einem Halb und so rechnen will, sondern man rechnet einfach mit den mit diesen geteilten Sachen. So, das wird dann auch noch so geschrieben. Ein Drittel als Igi 3 Gal und so weiter. Und da unten steht dann 3 Igi, also das Drittel entspricht 20 von der nächstkleineren Einheit. Das Viertel entspricht 15 von der nächstkleineren Einheit.
das Fünftel entspricht 12. Was man da auch sieht, das 60er-System hat ja einen Vorteil gegenüber dem Dezimalsystem. Das Dezimalsystem hat nur die Primfaktoren 2 und 5. Das heißt, nur Potenzen von 2, Potenzen von 5 und Zahlen, die sich als Potenzen von 2 und 5 schreiben lassen, haben abbrechende Dezimalbruchdarstellungen. Alle anderen haben nicht abbrechende Dezimalbruchdarstellungen. Wird man nie fertig hinten. Und wenn Sie 60er-System haben, haben Sie aber noch den nicht ganz unwichtigen Primfaktor 3 dabei. Das ergibt ja dann viel mehr Möglichkeiten, wo Dezimalbrüche, beziehungsweise hier sind es dann eben Hexagesimalbrüche, abbrechende Darstellungen haben. Weil man halt einen Primfaktor mehr hat. Man hat 3, 2 und 5. Das hat Vorteile. So, hier ist das mal dargestellt. Reziprokes von 2. Also wenn Sie geteilt durch 2 rechnen, können Sie bekanntlich auch mal 1/2 nehmen. Und 1/2 ist aber einfach 0,30 von der nächsten Einheit. Also wenn Sie sagen 5 Minuten geteilt durch 2, dann können Sie auch sagen 5 mal halbe Minute, so muss ich sagen, so ist es richtig, ja. Und da sieht man, dass das doch für relativ viele, hier ist bis 81 aufgeschrieben, sämtliche Zahlen, für die es maximal vierstellige Reziproke gibt. Man sieht, da sind ein paar Lücken drin, offensichtlich so fiese Primzahlen, die halt da nicht enthalten sind, 7, 11, 13, 17, haben natürlich kein Reziprokes, weil das nie abbricht. Die sind ja prim, die haben also gar keine gemeinsamen, die lassen sich nicht als Vielfache von zwei Dings und so darstellen. Aber es sind doch dann relativ viele Zahlen, für die man Reziprok hat. Für so Sachen wie 11 und 17 hat man sich dann teilweise mit so Mittelungen, also hat dann einfach gesagt, naja, dann gucke ich mal, wie das bei 10 ist und ich gucke, wie bei 12 ist. Und so dazwischen liegt dann irgendwo das Ergebnis bei 11. Oder andere Möglichkeit ist auch dann, teilweise gibt es Tafeln, wo da Näherungswerte angegeben sind. So, und jetzt kann man zum Beispiel rechnen, wenn man rechnen möchte, 19 geteilt durch 8, dann rechnet man nicht 19 geteilt durch 8, sondern man rechnet 19 mal ein Achtzehntel, mal ein Achtel, Entschuldigung. Und ein Achtel guckt man nach, also was ist ein Achtel? Das ist 0,37, also eine Achtelstunde ist 7 Minuten und 30 Sekunden lang. Ja, wenn man nachdenkt, eine Viertelstunde ist 15 Minuten, Achtelstunde 7 Minuten 30 Sekunden, hört sich verdammt gut an. Und so kann man dann rechnen. Und jetzt kann man dann damit teilweise jetzt auch wieder unter Ausnutzung von zum Beispiel Verdoppelungsverfahren relativ gut halbschriftlich, würde ich mal sagen, rechnen. Wir können das mal machen. Also ja, man kann mal rechnen, was geht leicht. 2 mal 0, Semikolon 7,30 ist gleich 0, Semikolon 15. Ja, das Doppelte von einer Achtelstunde ist eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde ist 15 Minuten lang. So, und jetzt gehen wir einfach so weiter. Jetzt machen wir mal ganz 4 mal 0, Semikolon 7,30 ist dann offensichtlich 0, Semikolon 30, eine halbe Stunde. Und 8 mal das Ganze ist offensichtlich eine ganze Stunde. Naja, ist nicht so verblüffend. 8 mal eine Achtelstunde ist eine ganze Stunde. So, und 16 mal brauchen wir es vielleicht auch noch. 16 mal 0, 37, ja, das sind dann wohl 2 ganze Stunden. So, und jetzt zerlegt man einfach den ersten Faktor in 16 plus 2 plus 1. Also 19 ist gleich 16 plus 2 plus 1. Und dann ist 19 mal 0, Semikolon 7,30 ist dasselbe wie 16 mal 0, Semikolon 37 plus 2 mal 0, Semikolon 7,30 plus 1 mal 0, Semikolon 7,30. So, und da gucken wir jetzt einfach nach, was das ist. 16 mal 0, 37 ist 2 Stunden. 2 mal 0, 37 sind
15 Minuten. Und einmal ist einfach 0, Semikolon 7,30. Ja, und jetzt wieder addieren. 2, 15 plus 7 ist 22. Also kommt da als Gesamtergebnis raus 2 Stunden, 22 Minuten und 30 Sekunden. Das sind 19 Achtelstunden, sind 2 Stunden, 22 Minuten und 30 Sekunden. Jetzt ausgerechnet. Mit dieser Art der Multiplikation werden wir uns aber noch genauer bei den Ägyptern beschäftigen, denn für diese ist das Multiplikationsverfahren, was ich hier so angewendet habe, dann wirklich auch schriftlich dokumentiert. Wir belassen es jetzt hier mal mit der Arithmetik, sind also schon am Ende des dritten Kapitels angelangt. Sie dürfen jetzt wieder das Schnitzel jagen, beziehungsweise die Schnitzel, bevor es dann, wenn Sie mögen, im vierten Kapitel mit der Geometrie weitergeht.